hast ihn verjagt. Hallo. Hi. Ja, wir sind jetzt langsam mal wieder auf Tour. Also das heißt langsam, seit gestern Abend. Endlich das Hostel verlassen, endlich fertig mit der Arbeit. Ja, und gleich zum nächsten Nationalpark. Und zwar sind wir hier beim Big Crystal Creek. Das ist, also das ist nicht so big, aber ich hoffe jetzt mal, da kommt jetzt gleich noch was Größeres. Es soll anscheinend ein Waterhorn haben, also wo man wieder schwimmen kann. Und ja, das werden wir jetzt sehen, ob wir das noch finden. Genau, und wer sich wundert, ja, meine Haare wurden geschnitten von jemand aus dem Hostel. Ja, ein bisschen kürzer geworden als gedacht. Aber der hat mich nicht ganz verstanden. Der konnte nicht so gut Englisch und war eben Franzose. Und ja, naja, mei. Er ist halt so. Wächst schon wieder. Ja, und sonst bin ich jetzt einfach glücklich, fertig zu sein. Und dass ich nicht mehr um 4.45 Uhr in der Früh aufstehen muss. Ja. Ja, und jetzt endlich wieder aus Kartball rauszukommen. Mhm. Also, das war halt schon recht klein. Ja, meiner gab's. Ein Pub und das war's. Und das Pub war so, naja, waren halt irgendwelche alten Australier da drin. Und dann nutzen wir auch gleich die Gelegenheit, so ein bisschen mal von Cartwheel zu erzählen oder von unserer Farmarbeit. Also, ja, ich war baggen die ganze Zeit Bananen. Hab das eben auch die 13 Wochen durchgemacht, deswegen habe ich jetzt auch meinen Second-Year-Visa. Weiß gar nicht, ob ich es brauche, aber ich meine, keine Ahnung, besser haben als nicht. Also zur Erklärung, um in Australien ein zweites Working Holiday Visa zu beantragen, muss man ungefähr 3 Monate in den Farms arbeiten. Und das konnte Robin jetzt eben machen. Ja, genau. Ich muss sagen, ich war ganz zufrieden mit der Arbeit. Es ist halt, ja okay, Nummer 1, es ist halt heiß jetzt. Vor allem die letzte Woche war krass, da hatten wir einmal 37 Grad, wobei es da hieß so gefühlte 44. Und am nächsten Tag waren es 38 Grad, obwohl ich eben diese 37 Grad fast schlimmer fand. Ich weiß nicht, irgendwie, das war so abnormal heiß. Also wenn man wirklich in solchen Temperaturen gearbeitet hat, der wird es wissen. Aber Alter, das kann man sich gar nicht mehr richtig vorstellen. Da habe ich dann wirklich schon fast so, oh mein Gott, sterbe ich jetzt gleich? Oder nein, nicht ganz so schlimm, aber denkst du dann wirklich einfach nur noch fertig machen und dann glücklich sein. Ja, genau. Und wie gesagt, bin jetzt eigentlich sehr zufrieden damit gewesen. Ich wurde pro Bag bezahlt, also pro Piece und nicht pro Stunde. Und habe eben 1,60 bekommen, also 1,60 Dollar. Und ja, ich vor allem zum Schluss hin ist man halt einfach sehr, sehr schnell geworden. Und dann war es so eigentlich an der Tagesordnung, dass man pro Tag für so einen 7-8-Stunden-Tag die 240 Dollar verdient hat. Und das ist dann natürlich gut. Das ist dann schon sehr schön. Ich meine, es ist halt einfach deutlich bessere Stundenlohn, als die meisten anderen haben. Ja, also ich hatte die 3 Monate jetzt 2 unterschiedliche Jobs. Die ersten 2 Monate habe ich in einer Sea Farm gearbeitet, in der sie ja, Garnelen großgezogen und verarbeitet haben. Und ich war im Processing, das bedeutet, wir haben die toten Garnelen geliefert bekommen, also die frisch geernteten, und durften die dann sortieren und da wurden sie dann gekocht und verpackt und das ganze Zeug. Und ja, die Arbeit war jetzt nicht die allercoolste, weil du halt die ganzen Stunden da am Fließband gestanden bist und im Prinzip nur die ganze Zeit Garnelen sortiert hast. Also es gibt schönere Jobs, auf jeden Fall. Aber dafür hatte ich einen klimatisierten Raum, es war ehrlich gesagt arschkalt. Ich hatte die ganze Zeit einen Pulli und eine lange Hose an, im Gegensatz zu Robin, der halt so ein bisschen vor sich hingeschützt hat die ganze Zeit. Ja. Ja. Egal, war trotzdem glücklich. Ja. Nee, und jedenfalls hat die Sea Farm dann gegen Weihnachten hin zugemacht, also nach Weihnachten, weil sie keine Garnelen mehr zum Verarbeiten hatten, weil die 2 unterschiedliche Arten von Garnelen großgezogen haben und die zweite Art, die jetzt rangekommen wäre, noch nicht groß genug war, um sie zu ernten. Jedenfalls haben sie zugemacht, also muss ich mir einen zweiten Job suchen. Und ich habe einen bekommen bei einem Café in unserem kleinen Kaff, was schon mal ein Wunder ist. Und ich muss sagen, das war ziemlich cool da. Also so insgesamt Kaffeearbeit ist in der Nacht deutlich lieber als irgendwo da beim Fließband zu arbeiten. Das war ganz nett dann auch. Vor allem konnte man sich da immer irgendwelche Smoothies oder so machen. Das war auch ziemlich cool. Ja. Ja, genau. Und sonst das Hostel. Ja, okay, das Hostel an sich war halt einfach, naja,
halt irgendwo ein bisschen billig eingerichtet, sage ich jetzt mal. Das war da vorne die Squat-Halle und das hat er damals umgebaut gehabt, der Besitzer. Aber die Leute und sowas, das ist halt einfach sehr, sehr cool bei Working Hostels. Da bist du halt 3 Monate, hockst du aufeinander, heißt du kennst dann auch wirklich jeden, du hast mit jedem schon irgendwie was gemacht, so von wegen, dass man halt baden gegangen ist oder, ja, und man trinkt halt zusammen und es ist halt einfach, ja, es ist halt cool, es ist halt irgendwie so wie eine, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Familie sagen würde, eine große, aber vielleicht eher so schulklassenmäßig, bloß, dass du alle viel besser kennst als in der Schule. Genau. Und ja, ich muss sagen, der Abschied war, ja, man ist schon irgendwie ein bisschen traurig zu gehen, aber man ist natürlich sehr, sehr froh, dass man endlich seine Farmarbeit hinter sich hat und weg aus Cartwheel kann, weil Cartwheel ist echt nicht so groß. Also Cartwheel an sich ist schön, muss ich sagen. Der ist halt direkt am Meer, die Aussicht ist super, aber... Es ist halt nichts los. Nee. Also absolut nichts, was man irgendwie machen kann. Ja, ich meine, selbst der nächste Coles oder Woolworth, also so die größere Kette, sowas wie bei uns jetzt der Aldi, ist 45 Minuten entfernt. Also, ja, das war ganz interessant. Heißt, wir sind jede Woche einmal mindestens zum Einkaufen gefahren, so Lebensmittel einkaufen, eine Dreiviertelstunde hin und wieder zurück. Ja. Aber sonst im Großen und Ganzen sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir an dieses Hostel geraten sind. Das war auch sehr billig. Das hat jetzt nur $100 die Woche gekostet pro Person. Das heißt, wir haben immer $200 für eine Woche gezahlt. Und das ist eigentlich, ja, sehr gut im Gegensatz zu den meisten anderen, das was man dann schon gehört hat. Ja, im Durchschnitt zahlst du für normale Kosten mal mindestens doppelt so viel. Ja. Sowas. Eher mehr. Ja. Mhm. Also das war halt sehr schön. Das Einzige, was ein bisschen nervig war, der Hostelbesitzer hat dann immer, wenn wir nicht abgewaschen haben, also was heißt wir, wenn halt das Hostel nicht abgewaschen hat und es dann halt noch ein bisschen zu dreckig war, dann hat er immer das WLAN abgeschaltet für den Tag. Ja. War dann auch schön. Mhm. So, also schöne Grüße an meinen Stiefvater zu Hause. Ja, da gibt's noch so einen. Ja, und... Und er war ein bisschen zu geizig, die Klimaanlage hochzudrehen, ja. Was sehr unangenehm war, weil man 38 Grad hat und dann im Zimmer auch vor sich hin stirbt. Ja. Ja, nicht so cool, aber... Genau. Aber im Großen und Ganzen war es echt eine sehr schöne Zeit, aber wir sind auch froh, dass wir jetzt wieder weiterreisen können. Genau. Und wir sind in der Zwischenzeit sogar schon bis zum Big Crystal Creek gelaufen, den wir jetzt natürlich auch euch gleich zeigen werden. Schneiden. Ja. Ja, okay. Was willst du denn sagen? Nix. So. Okay.